Basti, hörst du das? Was soll ich hören? Ja, das. Ich höre gerade einen Idioten, der ins Mikrofon redet. Nein, die Stille, die Ruhe. Ich bin im Dorf. Uff, nein. Weißt du, es ist so, es ist nicht nur um mich rum einfach ruhig. Ich bin so ein entspannter Typ. Ich leg mal in meinem Fendt einen Gang zurück und ich bin einfach ein ganz, ganz chillimilli, easy Village Boy wieder. Ah, du bist auf dem Dorf. Du bist ein alter Bauernknabe wahrscheinlich. Gerade ein Knecht. Du bist gerade der Knabe vom Schmied und musst den irgendwie so, so Kohle bringen und der bringt dir sein Handwerk bei und dann musst du zum Krämer gehen und Brezeln kaufen. Und richtig, außerdem, richtig. Die holde Magd, der möchtest du ja auch noch den Hof machen, nicht? Ich habe einiges vor an diesem Montag. Der Montag ist noch jung. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Rundfunk 17 live aus dem Dorf, zumindest von meiner Seite. Ich bin fernmündlich verbunden mit Herrn Sebastian Mast. Wo befinden Sie sich, Herr Mast? Die Verbindung ist ja auch sehr, sehr schlecht, das muss man auch sagen. Sogenannte Dorfverbindung, wie man das bei der Telekom nennt. Es ist bei mir ist es Herbst. Stimmung in der Stadt. Bei uns wurde irgendwie dadurch, dass an dem sogenannten Sonntag vor dieser Aufnahme gab es ja so einen riesigen Sturm in Mitteldeutschland. Hm. Und da gab es halt Regen, Wind, all das, was zu so einem Sturm gehört. Und es wurde ein Baum rausgerissen in der wunderschönen Stadt Wissenschaftsstadt Darmstadt mit dem besten Namen in Deutschland. Die heißt die wirklich die Wissenschaftsstadt? Ja, die nennen sich wirklich Wissenschaftsstadt. Weil man da Körperpflege studieren kann. Ja, sehr genau gut. Das ist so peinlich. Aber das ist ja auch so ein Zeichen, man muss ja auch sagen, der Sonntag, ne, der ist ja auch davon geprägt, dass der sogenannte Herbstanfang war. Und das fühle ich einfach in jeder meiner Zellen. Denn es ist richtig geil draußen. Es ist so schön nass, es ist kalt draußen. Es ist so ein bisschen schummrige Atmosphäre. Man kann sich schön reinsetzen. Man macht sich eine Duftkerze von Ikea für 7,98 Euro an. Gebaut. Genau, und man sitzt dann schön eingemuckelt in seinem Bett, hört sich einen Podcast an von zwei Idioten und es ist einfach mega, weil ich fühle das einfach. Ich bin einfach so ein Herbsttyp. Weißt du, was ich meine? Wenn draußen das Laub fällt, die bunte Natur mir entgegenstrahlt, dann bin ich der Erste, der den ganzen Tag im Bett bleibt und Serien guckt oder Videospiele spielt. Same. Ich liebe den Herbst, ohne Mist. Ich habe auch wirklich lang drauf hingefiebert, lang gewartet und er kam relativ plötzlich für mich. Ich bin am Freitag direkt zu meinen Eltern gefahren in das sogenannte Dorf Kassel. Das Dorf Kassel. Stadt und, Kassel. Habe komplett dumm gepackt. Ich wollte keinen Koffer mitnehmen, sondern nur einen Rucksack. Und du bist halt mit der Bahn dahin gefahren, oder? Richtig. Wir waren schon gleich fast bei der ersten Geschichte. Ich habe nämlich eine kleine Bahngeschichte mitgebracht. Aber bevor ich in die Bahn gestiegen bin, habe ich morgens meinen Rucksack gepackt. Wie sich das gehört, für so einen Wandersburschen sehr gut gepackt. Ein Vagabund. Ich habe quasi für eine Woche zwei Unterhosen, drei Paar Socken dabei und dieses fette Mikrofon hier mit dem Mikrofonständer. Dann war der Rucksack voll. So, ich habe gedacht, das fühle ich so sehr. Bei meinen Eltern liegen eh noch irgendwelche Klamotten, wie sich das gehört. Die Eltern haben immer irgendwelche Klamotten noch aus der Kindheit oder whatever. Die passen dir noch. Was soll ich sagen? Es sind irgendwelche Shirts in Größe S, drei Stück, die ich nicht mal mehr zum Schlafen anziehen kann. Ich laufe jetzt eine Woche mit demselben Shirt rum und das Garfield-Shirt, das habe ich auch wieder gefunden, das ich beim Arzt letztes Mal schon anhatte. Mhm. Mit dem zeichne ich auch gerade hier auf. Vielleicht hört man es ja so an meinem Feeling, weil das überträgt ja auch ein Feeling mit, dieses Shirt. Und das Problem ist, es war am Freitag noch relativ warm. Jetzt, Montag 18 Uhr, ihr wisst, hat sich ordentlich abgekühlt, es ist nicht mehr ganz so geil. Aber es ist geil. Es ist soweit, während ich am Freitag noch geschwitzt habe und dachte so, oh mein Gott, hoffentlich wird es endlich mal ein bisschen kühler. Mittlerweile friere. Ich habe keinen Pulli, ich habe ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe eine Hose, ein Shirt und that's it. Also, und damit laufe ich jetzt eine Woche rum. Mir fallen da zwei Phänomene ein, wenn du das so schilderst. Zum einen, wenn man zurück in die Heimat fährt, zu seinen Eltern, dann packt man immer zu wenig ein, weil man sich denkt, die waschen das doch eh für mich, den ganzen Quatsch. Oh, das ist immer ein Theater mit dem Waschen bei meiner Mutter. Unglaublich. Das ist wirklich, es funktioniert nie. Man hat immer zu wenig Unterhosen und dann immer dieser schambesetzte Moment, wenn man aus dem Haus geht und merkt, okay, die Unterhose, die habe ich vielleicht schon mehr als drei Tage an, ohne dass sie gewaschen wurde. Und dann gehst du raus und es ist einfach nur peinlich. Aber das fühle ich 100%. Aber weil du gerade davon redest, dass es so nass und kalt ist. Ich finde das geil, weil wir müssen mal ehrlich zueinander sein. An der Stelle. Wir sind ja alle so ein soziales Wesen. Wir sind darauf
erpicht, möglichst cool vor anderen Leuten zu wirken. Das ist ja einer unserer Leitsätze. Wir wollen cool, reich aussehen, reich und cool. Das trifft's, ja. Ja, reich und cool, das gibt sich die Hand, das weiß man. Und cool, was ist auch cool? Der Herbst. Und, wenn wir weiterhin zum Herbst gehen, der Herbst ist so diese klassische Übergangszeit. Es ist nicht, manchmal ist es warm, manchmal ist es kalt, es ist ein bisschen wie der April, der macht, was er will, wie der gut betuchte Allmann sagen würde. Richtig. Und ich sag dir ehrlich, Übergangsjacken, die genau für den Herbst hergestellt wurden, das sind die coolsten Jacken, die es gibt. Und die kann man jetzt tragen. Und das finde ich mega. Ich glaube, ich weiß, warum wir den Herbst so mögen. Also ich würde uns beide mal als einen Schlag Menschen bezeichnen. und auch unsere Unangenehmis, die sogenannten Hörerinnen und zu 30% Hörer. Ich glaube, der Herbst, wie du schon sagst, als Übergangszeit, der spiegelt, glaube ich, so ganz gut unseren Standpunkt im Leben wieder. Auch wir befinden uns in einer Übergangszeit. Wir wissen nicht so richtig, wo sollen wir hin im Leben? Wo sind wir? Wir sind noch nicht richtig erwachsen. Wir sind auch jetzt nicht mehr unbedingt jugendlich oder Kids. Wir sind irgendwie in so einem Mischmasch. Manchmal ist uns warm, manchmal ist uns kalt. Wir befinden uns im Herbst unseres Lebens. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Analogie an der Stelle. Und willkommen zum philosophischen Duett Rundfunk 17, euer Philocast. Philo, genau. Wir sind viel. Wir sind alles mit viel hinten dran. Wir lieben alles. Und insbesondere, ich habe es eben schon kurz angedeutet. Du hast sehr viel Gewicht, ne? Seit der Malle-Sache. Wie, ist das jetzt ein Witz oder meinst du es ernst? Ja, das war ja, ja, du wolltest gerade was sagen. Witze werden gedroppt. Ja, die Bahnfahrt. Ich weiß, wir reden oft über Bahnfahrten, also meistens eher über den öffentlichen Personennahverkehr, also ne, die normal, ich weiß nicht, Straßenbahn, S-Bahn, Bus und so, aber Fernverkehr, ICE und so weiter. Ich wollte mal grundsätzlich mit euch und mit dir über die Rolle von wie nennt man das? Die Kontrolleure, wie heißen die offiziell? Bahn? Kontrolleures, sagt man ja. Kontrolleures reinhämmern. Zugbegleiter, genau, Zugbegleiter nennt man es offiziell. Zugbegleiter meinst du? Zugbegleiter und aber auch Stewardessen im Flugzeug. Warte ganz kurz, sind Zugbegleiter dieselben Leute, die, was sind Zugbegleiter? Sind das die Leute, die mit ihrem komischen Smartphone aus dem 17. Jahrhundert irgendwie ankommen und dein Ticket stempeln? Oder sind das die Leute, die dort aggressiv rumstehen und sagen, hey, wenn jetzt hier irgendwie ein Obdachloser anfängt zu stressen, dann bin ich da? Wir sind immer im Squad unterwegs und wir nehmen die auseinander. Nein, das ist ein Unterschied. DB Sicherheit. Mhm. Das sind diese, die wären gerne von Beruf sowas wie der Bodyguard von Dieter Bohlen, also einfach ein zweifelhafter Typ, der gezielt Menschen hinterherläuft und scheinbar beschützt. Aber leider hat es nur gereicht für DB Sicherheit. Das heißt, man ist verantwortlich dafür, dass der Zug gut in die Garage fährt und die Leute, die da drin stehen, nicht nerven. Ich glaube, das ist der Job von DB Sicherheit. Zugbegleiter wiederum begleiten den Zug. Das ist sowas wie Sterbebegleiter. Die laufen in dem Zug rum. Und auch die haben die Aufgabe, möglichst die Leute, die sogenannten Kunden, einfach zu provozieren. Und der Zugbegleiter, wie der Name sagt, der begleitet nicht die Zuggäste, sonst wäre es ja ein Gästebegleiter. Er begleitet den Zug. Er vertritt die Interessen der Deutschen Bundesbahn. So, und so ist es geschehen, dass ich in diesem Zug war. Ich natürlich hatte eine sogenannte Sitzplatzreservierung, wenn Mama und Papa zahlen, dann buche ich natürlich einfach die teuerste Verbindung und im ICE. In der S-Bahn noch nicht. In der S-Bahn kannst du keinen Sitzplatz reservieren. Reicher Junge. Ist gar nicht so teuer. Erzähl nur weiter von deinem Reichtum. 18 D-Mark kostet das. Und das war auch definitiv gut, denn in einem so vollen Zug war ich noch nie. Alle Plätze waren reserviert und es war so voll, dass in dem Gang überall Leute standen. Und die Zugbegleiterin... Ich stell mir gerade die Szene, warte ganz kurz. Ich stell mir gerade, stellt euch das genauso vor. Stellt euch die Szene von Harry Potter vor, wie Harry Potter in diesen Hogwarts-Express steigt und genau dasselbe gerade passiert. Da ist diese Madame irgendwas, die verkauft gerade so Schokofrösche mit diesen Hogwarts- und Dumbledore-Spielkarten und dann Redo mittendrin mit so einem karierten Schal und so einer Brille. Und einen Zauberstab in der Hand. Aber so du hast auch noch eine Eule dabei.
So, nein, ich so stellt euch das jetzt vor. Meinen Rucksack und das Rundfunk 17 Mikrofon guckte leicht raus und eben, wie gesagt, zwei Unterhosen und drei Paar Socken. Und ich hatte meinen Platz gefunden, hab mich dahin gequält. Das war auch ein Grund, warum ich keinen oder ungern immer in der Bahn einen Koffer mitnehme, weil ich kann den auch nicht richtig aus den Augen lassen, so einen Koffer. Ja, was macht man, wenn der Mentor um die Ecke kommt, ne? Dann ist ja auch der im Weg. Es gibt ja im ICE immer so einen Kofferbereich, wo du die dann wie in so einem Krematorium irgendwie so stapeln kannst und so reinschieben kannst in so eine Vorrichtung. Und dann ist der aber nicht im Blick. Und ich denke dann irgendwie, dann kommen so merkwürdige Leute und klauen den bei jedem halt. Deswegen nehme ich ganz ungern einen Koffer mit. Und oben in das Fach passen die auch nur zu einer gewissen Größe. Also ich saß drin. Ich verstehe das. Es war die Strecke Köln-Frankfurt. Dauert eine Stunde etwa. Und schon nach 10 Minuten kam die erste Durchsage von einer Zugbegleiterin, die sichtlich oder hörbar gestresst war. Mach das mal nach. Lass mich kurz sammeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass dieser Zug komplett überfüllt ist und ich bitte Sie, etwas Platz an allen Ecken zu machen. Die Wege müssen frei bleiben. Es handelt sich dabei um Notausgänge und ich bitte Sie, diese Notausgänge bitte mit entsprechendem Abstand zu versehen und ansonsten muss dieser Zug gleich am nächsten Bahnhof halten und dann werde ich die Fahrt beenden an dieser Stelle. Das war die erste Durchsage. Till Schweiger, ohne Witz, Till Schweiger, du musst nur noch gegen AfDler hetzen und für Flüchtlinge mit sehr vielen Ausrufezeichen. Geh ich noch weiter, lieber Sebastian. 5 Minuten später gab es folgende. Kam Till Schweiger. 5 Minuten später, nein, kam nicht Till Schweiger, sondern sein guter, lieber Nachbar Jan Ulrich. Nein, es kam eine weitere Durchsage von der Frau. Ich befinde mich gerade in Wagen 27 und möchte darauf hinweisen, dass hier ein Kinderwagen mitten im Gang steht. Ich habe bereits eben gesagt, dass die Gänge freizuhalten sind. Sie kommen jetzt sofort hierhin, bauen diesen Wagen zusammen. Ich warte hier. Das war die zweite Durchsage. Ich war schon so, okay. Die sollen den zusammenbauen. War das so ein Lego-Bausatz, der noch nicht aufgebaut war? Ich denke mal, der Millennium-Falke oder was das war. Polizeistation von Playmobil. Wert, ne? Das muss man sagen, der ist sehr, sehr viel wert. Aber erzähl weiter. Die dritte Durchsage war eigentlich meine Lieblingsdurchsage. Sie passierte kurz vor dem Halt am Frankfurter Flughafen. Die Frau mittlerweile richtig angepisst. So, wir erreichen jetzt in wenigen Sekunden Frankfurt Flughafen. Ich weise Sie darauf hin, dass dieser Zug vollkommen überfüllt ist und wir die Fahrt dort beenden, sollten nicht genug Menschen aussteigen. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie diesen Zug bitte verlassen, sofern Sie keine Sitzplatzreservierung haben. Wir entscheiden dann vor Ort, ob der Zug weiterfahren kann. So, das habe ich noch nie gehört, dass eine Zugbegleiterin jetzt eigenmächtig entscheidet, wann ein Zug stehen bleibt und wann nicht. Sie meinte irgendwie, sie kann die Fahrgastsicherheit nicht gewährleisten. In der Zwischenzeit, es war überhaupt nicht mehr voll. Wer ist sie denn? Also, ohne Witz, Horst Seehofer der Deutschen Bahn oder was? So gleich hat sie sich, freut sie sich irgendwie, dass das gleich 67 Fahrgäste abgeschoben wurden nach Afghanistan. Der eine erhängt sich wahrscheinlich, weil er nicht nach Frankfurt kommen. Es kann sein, ja. Die Dame war von Beruf wahrscheinlich Sonderberaterin oder so, man weiß es nicht genau. Und sie hat einfach so getan, als wäre sie in der Lage, das alles zu entscheiden. Wir sind dann weitergefahren und dann hat sie, ne, der nächste halt Frankfurt Hauptbahnhof. Und dann meinte sie wieder so, jetzt sind wir zwar weitergefahren, aber Freunde, auch am Frankfurter Hauptbahnhof behalte ich mir vor, den Zug weiterhin komplett hier zu evakuieren. Ich denke so, meine Güte. Evakuieren? Ja, weil die meinte, wegen Sicherheit und was auch immer. Und der Endstation des Zuges war halt München und das war ja auch, glaube ich, der erste Tag des Oktoberfests und vielleicht sind da einfach viele deswegen hingefahren. Sein, richtig. Hat die vielleicht komplett gestresst gewesen? Hatte die vielleicht so ein Interface wie bei Sims, dass irgendwann die Brandgefahr zu hoch ist, wenn du zu viele Möbel da reinstellst? Ich denke ja und wahrscheinlich war der Charisma-Balken nicht ganz gefüllt und die Skills, die haben ein bisschen gefehlt. Richtig, ja. Aber auf Malle, beim Malle-Rückflug hatte ich ähnliche Erfahrungen bei einer Stewardess oder bei der, da heißt ja dann auch Flugbegleiterin. Guck mal, Zugbegleiter, Flugbegleiter, wer begleitet eigentlich die Menschen? Haben die eigentlich in ihrem Herzen keinen Platz für die Menschen, dass sie ständig irgendwelche Fahrzeuge begleiten müssen? Was soll das? Und die war auch so unverschämt. Die hatte auch, also ich denke immer, okay, du bist für die Sicherheit da, du bist aber irgendwie auch die Person, die der Service vor Ort für die Passagiere. Das heißt, klar, man muss deutlich werden, wenn es Sicherheitsrisiken gibt, aber ansonsten sollte man schon sehr, sehr freundlich sein, weil das ja irgendwie Kundenkontakt ist. Und die machte die erste Durchsage und war sowas von angepisst und hat schon wirklich ganz deutlich gemacht, dieser Flug ist ein Nichtraucherflug.
Sollten was sie haben Leute rauchen? Geraucht? Nein, aber so richtig, als hätte gerade jeder eine Zigarette an in so einem Ton. Sollten sie rauchen, wird das strafrechtlich verfolgt. Und ich kann Ihnen versichern, das mache ich wirklich. Und so hat die ganze Zeit gesprochen. Ich dachte auch so, jetzt chill doch bitte mal. Sorry, auf Hannah Montana. Auf Englisch, ohne Scheiß, und dann auch mal auf Englisch. Und dann ist sie durch den Gang gegangen am Ende, vor dem Abflug. Und dann war eben ein Herr, der gerade noch eine Flasche Wasser getrunken hatte. Und dann meinte sie auch, Entschuldigung, also das ist ja jetzt eine Unverschämtheit. Diese Flasche Wasser, die packen sie jetzt für den Start sofort weg. Und den Tisch, den klappen sie sofort hoch. Und okay, der wird erst wieder runtergeklappt, wenn wir auf Reiseflughöhe sind. Haben wir uns verstanden? Ich denke auch so, mein Gott, red doch normal mit ihm. Es war noch 5 Minuten vor dem Start oder so. Also, ja, keine Ahnung. Was soll passieren? Ja, man stirbt, man wird von diesem Tisch erschlagen. Und deswegen muss man auch die Rollos runtermachen, weil die töten ja bekanntlich Menschen, wenn man abstürzt. Dann sind das also oft die Rollos, die einen erhängen am Ende. Hättest du das jetzt als Tweet formuliert, wäre da wahrscheinlich viral gegangen. So @DeutscheBahn, @Ryanair oder was auch immer du geflogen bist. So Condor. Wow, sehr wohlhabend an der Stelle. Nee, ist aber nicht wohlhabend, ist genauso doch, Billo. Gibt ich ja, finde gibt schon, ja nicht, meiner Meinung ja nach mehr. Bist du wohlhabend. Ich bin relativ reich, das sollen zumindest meine Instagram-Bilder ausstrahlen, ja. Hättest du auf Twitter das veröffentlicht, dann gäbe es wahrscheinlich so einen Shitstorm. Und ich habe passend dazu heute sogar ein Video gesehen. Ich bin wieder durch YouTube durchgescrollt und da sieht man ja immer diese doofen empfohlenen Videos. Und dann ist mir ein Video aufgefallen, da war so ein bärtiger, ein bisschen abgeranzter Typ auf dem Thumbnail und der hat so einen Bahnfahrschein in der Hand. Und da stand da drunter, ich verbrenne meine Bahnkarte. Und dann dachte ich, okay. Das habe ich auch vorgeschlagen bekommen, das Video. Ich habe es aber nicht angeguckt. Ich habe es mir angeguckt, weil ich dachte, hey, das ist bestimmt irgendein Rechter, der rastet voll aus oder so. Völlig enttäuschend, wirklich völlig enttäuschend. Denn der Typ hatte wirklich einen validen Punkt. Er hatte recht mit dem, was er gesagt hat. Er hatte recht, dass er das Ding verbrennt. Denn die deutsche Bahnkontrolleure waren in dem Fall wirklich nicht cool. Um das jetzt grob zusammenzufassen, da war so eine Tante, die kam aus dem ostasiatischen Bereich anscheinend, laut dem Äußeren zu urteilen. Und die war einen Tag in Deutschland und dann wurde die von so einem bayerischen Kontrolleur fertig gemacht, weil die irgendwie ihr Bahnticket nicht abgestempelt hat. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und der hatte ja einen ähnlichen Groll wie du auf die sogenannte Bahn. Weil du beschwerst dich ja jetzt schon im großen Maß, sag ich ja, mal. Ja, aber ich finde, man muss da, also ich habe das Video jetzt nicht gesehen, aber von der Erzählung, die du gerade erzählen tun hast, muss man ja so unterscheiden. Und zwar, wenn du die Bahnkarte oder dein Ticket nicht abstempelst, ist es de facto ein nicht gültiges Ticket. Aber mal und ganz somit, offen, ich verstehe das nein, auch nicht. Nein, aber also somit ich verstehe gibt es trotzdem, es ist ja völlig egal. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du gerade sozusagen schwarz fährst oder was auch immer, etwas unachtsam warst, einen Fehler gemacht hast, was auch immer, oder eben ein ganz normaler Passagier, Zuggast, Fahrgast, was auch immer bist und überhaupt nichts machst und quasi der Zugbegleiter mit Durchsagen oder mit was auch immer die Grundstimmung von allen Menschen gefährdet oder eben auch in diesem Fall ja, man sagt man gefährdet, evakuieren. Naja, eben, also wenn du da sowas durchsagst und alle, ich sitze entspannt da drin, klar, es war ein bisschen voller, aber ich hatte meinen Platz, für mich eine normale Zugfahrt und dann macht die da drei so Durchsagen und man hört im Hintergrund irgendwie Babygeschrei und man denkt einfach nur so, die sitzt da irgendwie in einem anderen Abteil, wo es gerade brennt oder so, weißt du, das ist ja auch, das klang irgendwie alles sehr, sehr beunruhigend. Ja, ich verstehe das, aber du bist angekommen, ne? Ich bin angekommen, ich bin pünktlich angekommen, war alles in Ordnung und wie viele Sterne würdest du geben? So wie viele Anredo-Punkte? Wie viel gibt's denn? Was ist denn die Skala? Ich würde sagen 1 bis 5 Anredo-Köpfe. Okay. Sehr große Punkte. Star-Coins sozusagen. Ja, keine Ahnung. 3? Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr herausstechendes Ergebnis. Also damit bist du wirklich wahrscheinlich durchschnittlich, würde ich mal behaupten. Ja. Hat aber alles geklappt. Also am Ende ist immer wichtig, dass man irgendwie pünktlich und sicher und einigermaßen gut ankommt, das ist ja klar. Aber ich finde einfach Bahnfahren, eigentlich ist es in der Theorie und in der Bahnwerbung ist es immer so entspannt, wenn dann irgendwie ist es wenn dann die kleine Familie da sitzt und die Kinder an diesem Tisch und so malen können und rumlaufen können und rumspielen können. Wenn aber in echt im Ruheabteil, wo ich immer sitze, Kinder durchrennen, ich bin kurz davor, irgendwie ein Schweizer Taschenmesser zu ziehen und das kurz in Gang zu halten oder so. Ich bin einfach nur höchst aggressiv. Oder Menschen, Alter, wenn Menschen im Ruhebereich telefonieren, dann werde ich zum Allmann. Und ich war kurz davor. Hast du was gesagt? Ich war kurz davor, neben mir saß ein Herr. Reich? Und er hat nicht reich.
er telefoniert in einer mir fremden Sprache und habe ich nur gedacht, okay, wenn du wenigstens Deutsch telefonieren würdest oder eine Sprache, die ich kann, könnte ich zumindest das Gespräch belauschen. Das ist ja für den sogenannten Allmann dann nicht so schlimm, ne? Wenn es spannend ist, ne, ein bisschen Voyeur und so. Aber was ist denn da mit der Brigitte los? Ui, die ist wieder fremdgegangen. Der Seitensprung hätte aber nicht sein müssen, ne? Aber er telefoniert in einer mir fremden Sprache und beziehungsweise er hat erst gar nicht telefoniert. Er hat das Handy genommen, hat gewählt. Habibi hat er angerufen, stand auf dem Display. Und dann hat er einfach auf Lautsprecher gemacht, während das Freizeichen kam. Und das ist so ziemlich das Asozialste, was du machen kannst im Ruhebereich. Nein. Düt. Ich dachte auch so, ist das jetzt dein Ernst? Düt. Und ich hab dann so gedacht, okay, willst du jetzt so ein Allmann sein und willst irgendwie willst sagen, ey, sorry, das ist jetzt ein Ruhebereich und man bucht den extra, damit man seine Ruhe hat. Und dann habe ich so gedacht, nee, komm, das ist jetzt, also so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Und er hat auch nicht groß rumgeschrien. Das Gespräch war wohl auch dann nach einer Minute beendet. Aber ja, du als Allmann, was meinst du? Hättest du gesagt, ey, Brudi. Habibi, Brate, komm, lass ein Kopf rauchen. Komm, wir treffen uns im Café, wir bereden das mit 10 Arabs hinter mir, der Miri-Clan. Ja, mit dem wollte ich mich auch gerne im Café treffen. Nee, aber also soll man da was sagen? Kopftaube Minze. Sagt man da was im Ruhebereich oder sagt man es nicht? Du musst in dem Moment eigentlich ein Ehrenmann sein und sagen, hey, ich setze jetzt meine überaus lächerlich aussehenden AirPods auf und werd einfach, genau das habe ich getan. Und setz mich einfach in mein doofes MacBook, tu so, als ob ich irgendwie eine Serie gucke, aber in Wahrheit irgendwie Porns oder so, dann ist gut, denke ich. Aber okay. So ICE-Fahrten ja, hab ich das Richtige und so, gemacht. Das ist sowieso immer so eine Art Limbus, sag ich mal. Also du bist ja in ist so einer... Ist das dein neues Lieblingswort, Limbus? Was heißt das überhaupt? Das ist so nur die Imbus. Zwischenwelt. Bruder, das ist die göttliche Komödie. So ein Quatsch. Die oberste Schicht, sag ich mal, der Hölle. Und da ist im Prinzip so ein Nichts und gleichzeitig Sein. Also es ist wirklich ein ewiger Trott, ein ewiges Nichts fast schon. Eine das ewige eine Repetition. Aber ist ja egal. Quatsch. Ist wirklich so. Und du bist ja auch in so einer Art Zwischenwelt, sag ich mal, wie ein Limbus. Und wie der Herbst, sozusagen. Wie der Herbst. So, ja. Und dieser Weg von A nach B wird kein leichter eigentlich sein. Theoretisch denkt man sich ja, das wird relativ easy, ich setz mich rein, dann fährt das Ding los, dann sitze ich da, dann schlafe ich, dann habe ich den Mund die ganze Zeit offen, Leute gucken mir in den Mund, danach habe ich Mundgeruch und dann komme ich an und ich bin völlig verschlafen und alles ist scheiße. So, im Regelfall läuft es nicht so ab. Irgendjemand setzt sich neben dich, der riecht komisch, der sieht komisch aus, der macht irgendwie Calls und ruft seinen Habibi an und niemand weiß genau, was da passiert und es stellt sich immer heraus, dass es anstrengender ist, als man sich das eigentlich denkt. Und das, finde ich, ist das große Problem. Ich denke, man sollte vielleicht mal auch so ein bisschen anstatt irgendwie sowas Lächerliches zu machen, wie, weiß ich nicht, sich mit Verfassungsschutzbeauftragten Leuten irgendwie auseinanderzusetzen, sollte man etwas daran tun, dass die öffentlichen Verkehrsmittel angenehmer gestaltet werden, dass man, weiß ich nicht, seinen Personal Space hat, vielleicht 2 WLAN. Quadratmeter Platz WLAN. Für einen selbst. Erstens WLAN. Das wäre für mich schon mal sehr wichtig. Das ist ja Quatsch. Nee, weil das, WLAN und Sonos-Boxen. Ich finde, das WLAN-Problem ist sowieso eine Sache, also doch, WLAN ist wichtig, weil wir in Deutschland haben ja ein großes Problem. Das Mobilfunknetz ist ja die Hölle. Nee, das Mobilfunknetz ist die Hölle. Denn es ist ja wirklich einfach nur lächerlich, dass ich von weiß ich nicht, Darmstadt nach Mainz fahre und gefühlt die halbe Strecke kein Netz habe. Weil eigentlich müsste da doch irgendwie eine Possibility sein, dass ich Netz habe, dass ich irgendwie wenigstens ein 3G-Netz habe und was auch schon lächerlich genug wäre. Aber gut, ich möchte jetzt auch nicht ranten an der Stelle. Aber ich glaube, das liegt halt einfach nur, dass du weißt, wie das funktioniert mit den Sendemasten und so weiter? Ja, da sind Sende-Sebastian-Masten. Genau. Und wenn du mit einem Zug fährst und der relativ schnell ist, dann verbindest du dich halt ständig mit einem neuen Sendemast. Ja, ich weiß. So, ich weiß. Und irgendwie geht das dann nicht. Ja, aber warum kann man das nicht besser machen? Guck mal, wir waren auf dem Mond vor 50 Jahren. Tja, da können wir ja wohl Sendemäste bauen. Ja, können. Also viel, viel spannender finde ich auch die Tatsache, dass solche Mäste, ist das überhaupt der richtige Plural oder Mastens? Sebastian Mast. Dass ein solcher Mast nicht irgendwie schnell aufrüstbar ist. Ne? Also wenn dann irgendwie bei Konzerten, bei Veranstaltungen, wo viele Menschen sind,
oder Silvester oder was auch immer, also solche Events, wo man eigentlich weiß, okay, da sind viele Leute an einem Spot oder viele benutzen das Telefonnetz oder das Internet oder was auch immer, wieso kann man da nicht aufrüsten? Es ist immer irgendwie, Konzertbeispiel bei solchen Sachen, wo einfach viele Leute auf einem Haufen sind, verbindest du dich nicht richtig, weil einfach, ne, ein Mast kann immer nur so und so viel tausend Leute oder Endgeräte bedienen und die sind dann eben überlastet. Wieso kann man nicht da so nochmal so eine SSD anschließen an den Mast und dann kann der eben für diesen einen Tag das Dreifache oder so? Warum passiert das nicht? Das ist doch auch dumm. Ja, lach nicht, ist so. Was eine Aussage. Da könnte man eine SSD anschließen und dann klappt das. Das ist ja auch dumm. So, hauptsache die Leute als dumm denunziert und vorher die dümmste Aussage EU-West ja, gemacht. Ja, von mir aus ist es auch eine HDD. Also ist ja auch egal. Hauptsache es funktioniert am Ende. Ja, ich würde das auch sehr begrüßen an der Stelle. Und ich möchte auch jetzt einfach mal mich direkt an die sogenannte Telekom wenden und sagen, hört mal zu, wir wollen besseres Netz. Und zwar jetzt. Dafür bezahlen wir auch gerne 19 Euro. Das ist ja auch immer so die andere Seite der Medaille. Wir sind ja auch, wir Deutsche, wir Allmanns, sind ja auch unglaublich geizig. Und, also ich möchte mich nicht in dieses Allmann-Korsett zwängen lassen, ja, weil ich also bin ein schon, Unique, ja. eine Special Snowflake an der aber Stelle. Ich wollte hinaus, die Telekom hat einfach unglaublich horrende Preise und Quatsch, ne? Die kann man auch überhaupt nicht zahlen, wenn du siehst. Bist du Telekom-Kunde? Nee, war ich noch nie. Konnte ich mir noch nie leisten. Ist vollkommen dumm. Und das haben, glaube ich, auch echt nur Menschen, die entweder ihr Geld aus dem Fenster schmeißen oder halt irgendwelche komischen Business-Tarife haben, wo niemand den Tarif hinterfragt. Völlig übertrieben, können überhaupt nicht mehr als die anderen. Okay, du hast dann da 3 Minuten mehr Empfang im Jahr oder so. Aber insgesamt ist dieser riesige Preis nicht gerechtfertigt. Und auch da, wenn man ins Ausland schaut und guckt, was man da für dasselbe Datenvolumen kriegt oder so, lächerlich. Deutschland ist unglaublich teuer. Ja, das nicht nur die Telekom, eigentlich sind alle anderen auch teuer. Also selbst irgendwie so Billo, O2, E+, was auch immer, ist eigentlich immer noch teurer als der teuerste in Frankreich oder so, ne? Ja, das ist aber auch historisch irgendwo gewachsen, weil die Telekom ja so eine Monopolstellung hatte für das Netz, sage ich mal. Und wer ist dran schuld? Die Flüchtlinge oder Hitler? Einer dementsprechend der beiden ist immer gab es schuld. Da halt so Probleme, sage ich mal. Also es ist irgendwo nachvollziehbar, aber es ist halt auch irgendwie Quatsch, weil ich sage es auch immer wieder und es ist halt irgendwie das Komischste, was es jemals gab. Es ist jetzt seit 8 Jahren oder so haben wir dieses Problem. Wir haben jetzt wirklich schon lang Smartphones, jeder von uns. Und wir wollen einfach, wir haben ein Gerät in unserer Hand, mit dem wir alles tun können, was im Internet möglich ist. Außer telefonieren. Außer World of Warcraft spielen. So. Und du eigentlich, theoretisch könntest du das alles mobil machen, aber es gibt 2 Probleme. Erstens mal, das Netz ist nicht immer da. Und wenn das Netz da ist, dann ist dein Datenvolumen so gering, dass du ein Video guckst und dein Datenvolumen für den Rest des Monats weg ist. Und das ist ja auch Quatsch. Und Gott sei Dank gibt es so jemanden wie O2, der jetzt so langsam... Geil. Bester Provider ever. Ja, der hat ein scheiß Netz. Ich habe selbst O2, das ist wirklich für den Arsch. Aber ich habe 20 GB Datenvolumen für einen okayen Preis so. Ja. Und das ist einfach, die haben einfach die Tür aufgestoßen und gesagt, ey Leute, wir wollen jetzt auch mal ordentliches Datenvolumen. Und 20 GB reicht mir persönlich. Also ich komme damit okay klar so. Und ja, wenn man zu Hause im WLAN ist und so oder eben ne in der Uni oder beim Job oder was, da gibt's ja überall WLAN, da kommt man schon sehr, sehr gut damit aus. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, wann nutzt man das Datenvolumen am intensivsten? Wahrscheinlich auf Reisen von A nach B, in der Bahn, im Bus, beim Warten, wo auch immer. Also da, ja, und da ist es am schlechtesten. Oft beansprucht. Genau, und da ist es oft am schlechtesten, das stimmt. Das ist ja so peinlich. Aber ich muss nochmal zurück zu diesem ganzen, hey, zu Hause sein, WLAN und so weiter und so fort, muss ich nochmal zurückkommen. Weil da, wo du zu Hause bist, soll es ja eigentlich am schönsten sein, ne? Also bei Home mir is where your Wi-Fi connects automatically. Genau. Aktuell ist es ja bei mir, mein Zuhause ist ja das Studentenwohnheim für schwer erziehbare Jugendliche, in dem ich lebe. Richtig. Und ich hatte ja schon mal davon berichtet, dass ich so Probleme mit sogenannten Maden in meinem Müll hatte. Nein. Und die Maden-Odyssee geht weiter. Es ist anderes Ungeziefer. Ich möchte eine Geschichte erzählen an der Stelle. Ich saß hier nachts. Oh, es war dunkel draußen, es war wieder ein bisschen muckelig, sag ich mal. Es war schon relativ warm draußen, aber es war trotzdem angenehm, weil ich hatte auch eine Kerze an. Draußen war es dunkel, es war schön. Also habe ich mich eines Nachts dahingesetzt und habe unsere Patreon-Folge geschnitten, die aktuell auch für Patreons online ist. Also da die bewerten wir unsere Umfrage. Genau, da bewerten wir unsere Umfrage. Für $1 auf Patreon bekommt ihr die, also wenn ihr wollt, hopp. Und ich saß halt hier und hab die geschnitten. Und ich hatte mein Fenster offen
also ganz offen, und ich wohne im Erdgeschoss. Also sitze ich da, alles ist gut, ich bin drin in der Folge, ich höre dich die ganze Zeit mich unterbrechen, das hat mich abgefuckt. Und auf einmal habe ich so einen Schatten rechts gesehen. Und ich dachte so, okay, was war das? Oggi so, und die Kakerlaken. Und hab ich so ein bisschen links, rechts umgeguckt. Dachte so, okay, war wohl nix, ne? Weiter geschnitten, so dies, das. Und auf einmal höre ich so ein Geräusch. So aus der Richtung meines Mülls. Also gehe ich zum Müll und hab da so reingeguckt, hab so mal gegen den Müll gehauen und so. Dachte mir, okay, wird schon nichts sein. Ich hab nichts gesehen, alles ist gut. So, hab ich das Fenster zugemacht, Gardinen zugezogen. Alles cool. Weiter geschnitten. 5 Minuten später höre ich so ein Geräusch aus Richtung meines Fensters. Und ich dachte so, okay, irgendeiner verarscht mich gerade, super witzig, einer aus dem Wohnheim, Yannick steht wieder davor und macht jetzt komische Geräusche, weil wir davor ein Horrorspiel gespielt haben und ich habe jetzt Angst. Ich hatte Angst, obviously, so. Also gehe ich zu diesem Fenster und dachte mir, okay, jetzt mache ich die Gardinen auf und bin gefasst, was jetzt passiert. Ich ziehe die Gardinen mit beiden Armen auf, sehe durch das Licht mein Spiegelbild, erschreckt mich erstmal des Todes. So, also rufe ich. Und weil ich mir dann dachte, hö, das ist so dumm, jetzt rufe ich einen Kumpel von mir an und erzähle dem das jetzt, weil ich wusste, er ist auch wach, ich habe mich allein gefühlt und habe dem das so erzählt, haha, lol, ich bin so dumm, ne? Und er so, ja, okay, ciao, gute Nacht. Ich schneide weiter die Folge, auf einmal höre ich wirklich ein lautes Geräusch aus der Ecke meines Zimmers, unter meinem Schreibtisch, direkt neben dem Fenster, und da gucke ich hin, auf einmal ist da eine fucking Ratte, die mich anguckt, die hat über meinen Drucker geguckt, guckt mir in die Augen. Moment, wo war jetzt genau die Ratte? Unter meinem Schreibtisch und auf dem Drucker. In der Wohnung selbst? In der Wohnung! In der fucking Wohnung! Eine Ratte oder eine Maus? Sicher, dass es eine Ratte war? Die hatte einen blanken Schwanz. Same. So wie du. So, und da war aber wieder der erste Lacher nach einer halben Stunde. Herzlich willkommen. Oh, das ist traurig. Ich natürlich. Blanker Schwanz. Oh Gott, darüber lachen wir. Gut. Okay, wieder. Ich natürlich Ehrenmann. Ihr wisst, wie ich bin. Ich bin mal gerade. Ich bin ein cooler Typ. Ich bleib bei solchen Sachen besonnen, weil ich bin natürlich der coole Typ von uns beiden auch in diesem Podcast. Wenn irgendwas schief läuft, dann bin ich der Typ, der ganz ruhig bleibt. Derjenige, der die Zigarette raucht, ist eigentlich der coole Typ. Ja, genau, der ist der coole Typ. Ich hab erstmal, das ist, was man sich natürlich denkt. Wenn man mich sieht, dann denkt man sich, okay, der hat sich eine Zigarette angemacht, hat kurz mit dem Ding diskutiert, hat das kurz in Café eingeladen, Shisha mit dem geraucht und dann's gut. Ich natürlich Ehrenmann, wie ich realistisch gehandelt habe. Ich habe geschrien, als ob mich gerade jemand erstochen hat. Ich habe geschrien, bin rausgerannt zu meinem Kumpel Yannick, hab bei dem Sturm geklopft und gesagt, oh mein Gott, ist eine Ratte in meinem Zimmer, mach die weg. Also geht der in mein Zimmer, hat die rausgescheucht, alles gut. Ich also jetzt Real Talk. Du, Real Talk, jetzt nicht ich hatte eine scheiß Ratte in meinem Zimmer. Wie kommt die denn da rein? Durch die Terrassentür oder was? Ja, ich hatte die offen. Also Alter, ist die da reingewatschelt. Das ist doch nicht normal. Hat die Maden gefressen oder? Weiß eine ich Ratte nicht, kommt was ja nur, wenn die sich irgendwie ernähren kann. Am nächsten Tag erstmal alles natürlich sauber gemacht, wie man mich kennt so. Ich habe erst durchgewischt, alles sauber gemacht. Sowas von der Tod, Alter. Und ich komme immer noch nicht ganz drauf klar, weil ich habe irgendwie ein Ungezieferproblem, habe ich das Gefühl. Maden, Fruchtfliegen, Ratten, was kommt noch? Wie genau du, hat Yannick diese Ratte jetzt entsorgt? Oder wir haben oder das Fenster aufgemacht. Wir haben das Fenster aufgemacht. Rausgeschickt, so du gehst raus hier. Raus, du gehst jetzt raus. Piss dich, Alte. Da ist die Tür, kannst du kennenlernen. Piss dich, du Alte. Du packst deine Sachen und fährst oder du packst deine Sachen und gehst. So, und sie ist dann gegangen. Sie hat dann wirklich so ein bisschen wie so ein Wandersbursche sich ihre Sachen zusammengepackt. Nee, pass auf. In so ein Stöckchen über die Schulter. Ja, genau, mit so einem gepunkteten Band darum. Das hat so einen Beutel ergeben. Die stand da auf zwei Füßen und hat sie gesagt. Na gut, wenn's sein muss. Und hat so den Kopf hängen lassen und so rausgewatschelt. Ratterig. Ja, und dann. Wunderschön. Ja, und so ist sie dann gegangen. Ist das dann jetzt in dem Wohnheim, in deiner Wohnung, so ein Gefühl, wie wenn ein Einbrecher da war, dass man so denkt, man fühlt sich nicht mehr wohl, weil da mal ein Fremdkörper war? Oder wie bei einer Vergewaltigung, dass du denkst so, ich komme hier nicht mehr zurecht, so ich breche mentally zusammen? Das Erste, was ich getan habe, war natürlich erstmal mich duschen mit Klamotten an. Und ich habe dann versucht, den Schmutz abzuwischen. Er ging nicht ab. Genau, richtig. Er ging nicht ab. Und dadurch, aus Verzweiflung heraus, habe ich mich dann in Embryonalstellung dort verkrochen und habe geweint. Ja. Aber der Vorteil, Leute, jetzt kommt ein Trick, der Lifehack, der Rundfunk 17 Lifehack an der Stelle. Der Lifehack der Woche, hier wenn ist er. Wenn ihr unter der Dusche weint, dann schaltet das Wasser an, lasst es über euer Gesicht tropfen und dann sieht niemand, dass ihr weint. Easy, super easy. Warmes oder kaltes Wasser? Beides. Okay. Das ist ein guter Trick.
Nee, es ist immer wieder verstörend sowas. Und ich find's auch immer, du kennst doch auch diese Geburtstagsgespräche. Also wenn man dann wieder Verwandte sieht, die man nicht so oft sieht und so, diese klassischen Fragen, und was machst du jetzt? Ach ja, und was macht man da? Okay, und, na, hast eine Freundin? Weißt du, sowas halt, wo man einfach so denkt, so, ja, gut, wir hören uns nächstes Jahr wieder und ich erzähle dich exakt das Gleiche wieder. Also ich sag dir ehrlich, bei mir, ich habe schon seit Ewigkeiten irgendwie gefühlt nicht mal so einen Geburtstag gehabt, bei dem ich so erweiterte Verwandtschaft kennengelernt habe. Der ist auch ganz unregelmäßig, den haben auch nicht alle Leute. Aber auch einfach bei uns ist es sehr, sehr zerstritten. Ich glaube, damit können sich auch einige Leute identifizieren. Ja, weil du so eine Asi-Knastfamilie hast. Du hast eine Familie, was die besteht zur Hälfte aus Leuten, die im Knast sitzen und zur Hälfte aus AfD-Sympathisanten. Knast ist ein starkes Wort, jugendhaft. Im Offenen sind die. Hör mal zu, also da gab es schon einen Unterschied an der Stelle. Also vielleicht gab es ein paar Assis und vielleicht gibt es da AfD-Wähler. So, aber wenn meine Oma Geburtstag hat, dann treffen sich alle zusammen und dann wird schön, wie man schön weiß, über Politik diskutiert und alle Leute beleidigt, wie sich das gehört. Und daran kann ich mich doch erinnern. Ich glaube, vorletztes Jahr war ich auf diesem sogenannten Geburtstag. Keine Partei kann man mehr wählen, die sind alles Verbrecher. Och du, ne, du findest ja die Merkel super. Nein, Onkel, ich finde die nicht super. Ich finde Angela Merkel auch kritikwürdig. Hey, die Flüchtlinge nebenan, die sind vielleicht nach 22 Uhr laut. Das ist kein Grund, die AfD zu wählen. Ganz ruhig. Das ist immer das Beste, wenn dein Onkel ganz laut rumschreit, dass die Flüchtlinge abends so laut seien. Das ist ja auch mal eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das ist auch wieder so sehr, sehr ironisch, ne? Obwohl, der macht das nicht. Also mein Onkel ist schon, der ist so ein bisschen wie ich. Der ist so ein perfider Wichser. Der macht das schon so, der stichelt dann. Der macht dann so ganz ruhig, sagt, ach, wir sind doch beide. Die machen da immer so Geräusche, ne? Die Merkel, ne? Also er versucht das so ein bisschen, mich zu sticheln damit, um mich zu triggern, weil der ein Wichser ist. Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Und da können wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute zu relaten, die schaffen es immer wieder. Und man ist dann so triggert und man muss dann immer so wirklich ragen und es ist dann einfach, es fliegen Fetzen, Blut, Lachen überall, die Oma gibt dir keine 50 Euro mehr am Ende des Abends, es ist wirklich scheiße gelaufen meistens. Ja, das ist auch für mich, also das ist auch immer der Indikator, dass in der Familie was nicht stimmt, wenn die Oma die Scheine nicht mehr rausrückt. Dann ist entweder irgendwas mit dem Geld nicht in Ordnung, sie wurde beklaut oder hat gerade irgendwie so Heizdecken gekauft oder halt wirklich emotional auf so einem Level, dass die Oma denkt, dem gebe ich nichts, dem geht's gut oder der hat mich jetzt lange nicht mehr besucht oder halt vielleicht auch ich bin todkrank und nächste Woche kriegen die mein Erbe oder sowas. Also irgendwas stimmt da nicht, wenn die Oma den Schein nicht mehr rüberwandern lässt. Ich oder halt, ganz offen. Weißt du, was auch gefährlich ist? Wenn Omas anfangen, das öffentlich so zu machen. Ganz, ganz wichtig, Omas haben die stecken Geldscheine das immer ganz, ein. Ganz geheim zu übergeben. Als wären das Drogen, das darf Mama und Papa dürfen das so nicht wissen und niemand aus. Anderes. Immer dieses Zustecken oder meine Oma hatte das damals perfektioniert, so im Handschlag so ungefähr. Das war auch mega. Sobald Omas das aber wirklich zelebrieren und sagen, ach komm, ich hol dir nochmal. Das ist gefährlich, sage ich schon mal für alle jetzt. Ja, meine Oma macht das immer so. Also ich gehe da hin und sag, Omi, hi. Und im Hinterkopf natürlich, jetzt kommt Geld. Geilo. Da kann man mal wieder eine Umarmung springen lassen. Genau, dann quatscht man. Dann sagt man so, Omi, komm, lass dich erstmal drücken. Und dann drückt man so ein bisschen fester und sagt, hey, ne? So, und dann lässt man so ein bisschen rüberhängen, hey, guck mal, du kennst mich schon, seit ich so jung bin und mittlerweile bin ich so groß wir beide und ich studiere kennen uns doch schon und ich so kann lange. Dich so fest im Arm nehmen. Ist das nicht verrückt, wie die Zeit vergeht? Und im Hintergrund natürlich Geld, 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 Geld. Mr. Cripps. Ja, ohne Witz. Man geht dann so dahin, setzt sich aufs Sofa mit ihr, die hat hinten irgendwie Lokalzeit an und man denkt sich so, die hat es leise gemacht im Fernseher und dann redet man mit der und sagt, Oma, wie läuft's denn? Und dann sagt die irgendwas, man versteht es nicht ganz, weil die senil ist und nicht so richtig sprechen kann, dann fragt die einen irgendwas und dann sagt man, ja, meine Freundin, die wohnt in Stockholm, das ist einfach nur verrückt. Und man redet so, man quatscht und es ist einfach nur interessant und dann zwei Stunden später denkt man sich, okay, Onkel Werner ist jetzt weg. Wann kommt endlich das Geld? Onkel Werner ist jetzt weg, man hatte das politische Streikgespräch, ist gut, geht man jetzt weiter. Und dann. Aber nein, dann kommt ja erstmal die Anforderungsliste von Oma, weil wenn man schon mal da ist, dann hat man eine Menge zu tun, weil die Fernsehprogrammliste ist komplett durcheinander, ich weiß gar nicht, was so hier los ist, wo ist denn der WDR hin, hier war vorher immer alles auf 3, ist 3 irgendwie DSF oder was, das gibt's gar nicht mehr, hier ist alles weg, HD, kriege ich nicht, was ist das, wie das, läuft
das hatte ich nie. Das bei mir, hatte ich nie. Bei mir immer irgendwas am Fernseher so, Telefon oder Router neuerdings auch, das irgendwie, also irgendwas stimmt immer nicht bei meiner Oma. Nee, bei meiner Oma gar nicht. Also die sagt gar nicht sowas, die interessiert sich eher. Die fragt mich einfach immer dieselben Fragen, jedes Mal aufs Neue. Und ich beantworte die immer gleich. Jedes Mal aufs Neue. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst Gehen du in Sie meiner, aus meiner Wohnung? Wohnung raus? Löschen Sie meine Nummer. Ich rufe die Polizei. Hilfe. Und danach holt man sich die Moneten und schon ist es nicht mehr ganz so lustig, die ganze Situation. Eigentlich, nee, wenn man ehrlich ist, so ein Besuch ist bei Oma ist eigentlich auch ein Enkeltrick. Ja, so ein Gauner. Also eigentlich im Prinzip läuft man so rum mit so einer schwarzen Maske um die Augen und so einem gestreiften Shirt und so einer komischen Quadratkopfmütze, wie so ein Legostein. Und dann läuft man halt los und schnappt sich das Geld. Aber man muss jetzt auch wirklich nochmal das Prozedere beschreiben, wie man das Geld erhält. Denn bei mir ist es zumindest so, meine Oma sagt dann so, ach Bastian, die kennt meinen Namen nicht, ach Bastian, komm. Warte mal kurz. Besser, als wenn sie bevor Bernd wir halt sagen wollen, würde oder sowas. Bevor wir gehen wollen. Und dann sage ich so, ach Oma, wir wissen doch beide, wohin das läuft. Ja, und dann ist doch dieses, Quatsch. Ach komm, ist doch gar nicht nötig. Ach komm, lass gut stecken. Sein, lass gut sein. Ist doch okay, ist okay. Doch auch selber und die kommt Geld dann, mittlerweile. Die kommt doch, nee, das würde ich niemals sagen. Gott behüte. Das glaubst du doch nicht. Ja, ohne Witz. Und dann sagt man so, nein, Oma ist doch gut. Und dann gibt die einem das so in die Hand, so mit der zittrigen Oma-Hand drückt die das einem in die Hand. Und denkt sich so, oh, du bist so süß, ich hab so viel Geld. Und dann umarmt man die und sagt so, Oma, das ist doch nicht nötig, aber dankeschön. Und schön dann im gleichen Move, zack, in das Handgelenk, in diesen Ärmel reingesteckt, damit das möglichst schnell weggeht und dass man's hat so. Und dann wird das geil für eine Kopftraube Minze direkt danach richtig, in Bonn 17 richtig. Auf den Kopf gehauen. Man kauft sich auch grundsätzlich von dem Oma-Geld immer nur Quatsch. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie, weil du hast es ja als weniges Echtgeld, man hat ja heute alles auf dem Konto, hast du dann so einen Schein zu Hause rumliegen. Ja, und man wirft den immer weg. Immer in Bullshit. Meistens in die Hosentasche Fakt. Einfach lose reinstecken und dann irgendwann mal so eine Woche später, ach hier, dann haben wir von Oma, naja gut, kaufe ich mir jetzt eine Plastiktüte bei Penny irgendwie und mach da irgendwie Toffifee rein oder sowas. Ich sag aber auch ganz offen, ich finde Bargeld so unpraktisch, es ist halt so ein Quatsch, weil guck mal, ich zum Beispiel... Es wird Zeit, dass Omis mit Karten zahlen, dass die einfach, dass man einfach immer ein Lesegerät PayPal. Dabei hat, ja genau, die Friend-Funktion von PayPal irgendwie. Richtig. Und dann am Ende hat man sie betrogen und es kriegt die Kohle nicht zurück und der Käuferschutz greift nicht. So sieht's nämlich aus. Weißt du, was das Problem an Bargeld ist? Und das muss ich jetzt einfach mal wirklich... Es ist das unhygienisch. Ist ein Problem, das, nicht das auch, aber das größte Problem ist, ich es bin ist so ein Papier. Typ, ich bin so ein klassischer, hey, wenn ich mir Bargeld hole, dann hole ich mir einen Zwanton. Hole ich mir 20 Euro und dann ist gut. Und dann habe ich die 20 Euro, oder ich krieg irgendwie von meine Eltern waren kürzlich da, die wissen ja über meine BAföG-Lage, genauso wie das halbe Internet. Und Internet. Und dann sagen die so, hey, pass mal auf, hier, zack, hier geben die mir noch weiter Geld, so haben die mir irgendwie 60 Euro da gelassen. 30 Euro davon einfach auf den Kopf gehauen für Quatsch und dann 10 Euro nochmal für Quatsch weggeworfen, für anderen Quatsch und dann hatte ich 20 Euro. Und dann dachte ich mir, komm, ich gehe jetzt zum Rewe, ich hole mir ein paar Kleinigkeiten. Also gehe ich zum Rewe, kaufe dort ein, wie viel Geld waren es? 22 Euro, ich hatte 20 Euro nur dabei. Also musste ich mit Karte zahlen, das Bargeld liegt immer noch hier. Was mache ich denn jetzt damit? Kann man eigentlich nicht einen Kauf in Bar und Karte splitten? Das wäre doch auch klug. Dass das wäre auch so ein Ding. Die 20 mit Schein bezahlt und dann irgendwie die Differenz mit Karte oder so. Das aber dann halt kommt super, wieder, aber dann nein. Dann ist wieder die deutsche Bürokratie, weil für jeden Deutsch. Kauf mit Karte müssen wieder Gebühren, sind Gebührenfälle. Am Ende ist es wieder Gebühren, nicht effizient. Blablabla. Richtig, weil die irgendwie Land. Mega... Wer verdient eigentlich an diesem blöden Kartenlesegerät? Das ist, dass irgendwie manche kleine Betriebe sagen, nee, die wir nehmen die Karte nicht. Die jüdische Finanzelite. Ja, irgendwas stimmt doch da ja. nicht. Bill Gates, nein, wie heißt der? Meyer Amschel Rothschild, der verdient von jeder Gebühr bei dieser Banküberweisung verdient der 1 Cent. Und jetzt ist der super reich. So. Kann sein, dass es das am Ende tatsächlich ist, ja. Ah, so wird's sein. Leute, ich muss schon mal, ich habe ganz vergessen, wir nehmen hier einen Podcast auf. Es ist ja gar nicht so das persönliche Vier-Augen- oder Vier-Ohren-Gespräch, wie wir das immer gerne hätten, sondern das hören ja Milliarden Menschen zu. Und diese Milliarden Menschen, hey Leute, hey Mädels, 21,3-jährige Girls und Boys und wer noch dabei ist, nächste Woche wird's einen traurigen Montag geben. Wir haben ja gesagt, so, wir sind der Podcast, der keine Sommerpause macht und jede Woche durchsendet. Oh nächsten Gott. Montag wird es zum ersten Mal in der Geschichte von RF17 folgenden Fall geben. Es wird
keine Folge erscheinen am Montag. Du weißt, dass es eine Zeit vor März 2018 gab. Da gab es ja auch keine Montagsfolgen. Für mein Konto nicht. Mittlerweile ist es so, die Menschen haben sich dran gewöhnt, an Montag 18 Uhr, aber das große Aber, eine sehr, sehr gute Nachricht. Ihr müsst nächsten Montag auf Rundfunk 17 verzichten, aber nur, weil wir am Dienstag, den 2. Oktober, mit einer Sonderausgabe für euch da sind. Denn was ist am Folgetag, am 3. Oktober, der große deutsche Nationalfeiertag, der Tag der deutschen Geilheit? Ah, der Tag der deutschen Geilheit, Leute. Und den feiern wir gemeinsam mit euch. Zum Tag der deutschen Geilheit wird es, wie man sich das denken kann, geil. Denn wir machen einen Livestream. Wir machen einen Livestream von Dienstag auf Mittwoch. Und wann fangen wir an? Wann fangen wir denn da an? Wir fangen am Dienstag, kommenden Dienstag, am 2. Oktober 2018, am 2. Oktober, wie man auch sagt, um 23.30 Uhr an, live bei YouTube. Ihr kennt ja unseren Account Rundfunk 17. Genau, verlinken wir auch noch überall. Account abonnieren. Right. Und dann schauen wir mal. Wir haben bisher natürlich, wie sich's gehört, ist auch noch ein bisschen Zeit, ne? Kein Konzept. Werden sicherlich auch bis nächste Woche keins haben. Aber wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwie Input habt, was wir machen könnten, ihr könnt es auch einfach über das Themenvorschlag, Formular auf unserer Website mit angeben oder uns bei Twitter, Facebook, Vero, Knuddels, wo auch immer. Oder bei YouTube, klar. Einfach uns schreiben. Ansonsten, wie gesagt, es ist alles live. Das heißt, auch eure Tweets, eure Kommentare und so weiter werden direkt mit, einfließen in den Livestream, genau. Und Livestream natürlich mit Bild, wie letztes Mal, könnte wieder peinlich werden, gibt auch ordentlich Alkohol, also mit Bild, Bildzeitung ist dabei, das wollte ich damit sagen, könnte also wirklich ein sehr auch schöner Abend werden. Julian oder Reichelt, halt auch, unser bester oder Freund. Auch scheiße vielleicht, mal gucken. Ja, das wird halt wieder wirklich verrückt, man muss ja auch wirklich sagen, wir sind ja Leute. Deutschland. Wir in Deutschland sind Menschen, die einfach, ihr wisst, wie wir sind, Wie sind wir denn? Ich weiß es selber nicht, wie wir sind. Kein bisschen Würde vor uns selbst. Null. Und mit diesem Standard müsst ihr auch bitte an die Vorschläge rangehen, die wir in unserem bebilderten Livestream irgendwie darstellen sollen. Also wir werden ja einfach, ihr müsst auch damit arbeiten. Denkt euch mal Folgendes. Wir sind vor der Kamera, wir können Quatsch machen. Also schreibt irgendwas Geiles rein, wir haben kein Konzept, macht ihr das. Das ist ein guter Plan, ja. So. Und ich habe natürlich jetzt auch versucht, das ist ja auch bekannt, ich bin ja jemand, der ist absolut käuflich und der versucht, aus jedem Quatsch Geld zu machen. Und es ist eigentlich auch eine sehr peinliche Geschichte, aber ich erzähle sie einfach mal. Letztes Jahr habe ich mit dem Internetstar, also mit dem wirklichen Internetstar, ich glaube, das ist einer der wenigen wirklichen Internetstars, Nitralon, in Klammern YouTube-Star, gesprochen über Sims, weil der spielt ja immer so viel Sims. Und hab daraufhin gesagt, so, hey, ich habe irgendwie das Spiel gar nicht mehr, hast du das irgendwie noch? Und dann meinte er so, ja, ich habe hier noch so eine Box rumfliegen, die habe ich, ne, der kriegt ja immer von EA irgendwelche Sachen geschickt, komm, die bringe ich dir mal mit nächstes Mal. So, hat er mir so eine Box mitgebracht, Sims 4. Wann denn? Letztes Jahr irgendwann, schon so, ein bisschen her. Sims 4 Collectors Edition oder so, ist mir aufgefallen, super. Zum einen ist es eine CD, zum anderen ist es nur für PC. Ich habe weder ein Laufwerk noch ein PC. Also erstmal in den Schrank gerammelt und gedacht, okay, trotzdem danke. So. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das ist jetzt, wie gesagt, so gut ein Jahr her. Und ich habe letztes Mal wieder in einem Anfall der Euphorie meine Bude aufgeräumt und fand eben diese Box, die noch neu war, eingeschweißt und alles. Und habe gedacht, okay, du packst sie mal aus, vielleicht ist da auch so ein Download-Code irgendwie drin für Mac oder so. Manchmal ist es ja so, dass das dann, ne, so Origin-mäßig dann, dass man sich das irgendwie ziehen kann. Ja, es geht, glaube ich, sogar für beides. Du Google, ja, draußen steht halt nur PC irgendwie, ich weiß nicht. Deswegen wollte ich es aufmachen, hab gedacht, okay, aber du googelst erstmal, was ist überhaupt, was die überhaupt kann, diese Collectors Edition. Und was sehe ich? Die ist bei Amazon für über 200 Euro drin. Also habe ich die Dollars in den Augen gesehen, habe gedacht, okay, du hast es zwar geschenkt bekommen, aber ganz ehrlich, ich verkaufe sie trotzdem. Nach deinem Malle-Urlaub, ne, ist ja irgendwie auch die Kasse wieder ein bisschen dünn und ne, die ganzen Kooperationen, die kommen erst wieder im Januar, wenn der Dschungel losgeht. Deswegen musst du mal gucken, dass du irgendwie den ganzen Bullshit, den dir Freunde schenken, einfach monetarisieren kannst. Und daraufhin habe ich natürlich erstmal das Ding sofort bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und habe gedacht, okay, wie machst du das jetzt am besten? Ich habe gar keinen Bock, jetzt hier großen Text zu schreiben, habe einfach nachts irgendwie auf dem Couchtisch Fotos davon gemacht, drei Stück, kurzen Satz dazu geschrieben, dass das Ding voll neu ist und noch nie benutzt und total geil und habe den unschlagbaren Preis von 199 Euro genommen, nix mit VB und so. Was ist passiert? Erstmal eine Woche gar nichts und dann hat mir einer geschrieben,
man kennt ja, glaube ich, ne, von hier Best auf eBay Kleinanzeigen und so. Man kennt ja mittlerweile, glaube ich, diese ganzen Nachrichten und diese Chatkultur oder die Fragekultur auf dieser Plattform. Ich glaube, das sind aber auch einfach Trolls. Ich möchte den Verlauf vorlesen, weil ich kann das, glaube ich, sonst nicht richtig wiedergeben. Es war ganz, ganz weird. Ganz kurz. Face ID. So. eBay. Jetzt dauert das wieder ewig. Warum hast du es denn nicht einfach vorbereitet? Ich bereite hier gar nichts vor. Das ist das große Problem. Guck mal, es gibt ja einfach ein Gefälle. Es gibt ja eine Person, die gibt sich sehr viel Mühe. Und es gibt mich. Richtig. So, pass auf. Hallo, würden Sie die Collector's Edition auch günstiger verkaufen? Daraufhin ich, hey. Das ist wirklich wie so ein Tweet. Danach ich, hey, was ist denn Ihre preisliche Vorstellung? Ich hätte an 120 Euro gedacht. So, dann ich. Das weicht leider zu sehr von meiner Vorstellung ab, so kommen wir nicht zusammen, sorry. Dann, an wie viel haben Sie denn gedacht? Und ich natürlich, ich bin Ehrenmann, ich bin immer gerade. So. 300 Euro. 180 wäre mein letztes Angebot. So, dann ging es weiter. Okay, wo stammt die Collector's Edition denn her? Also zum Beispiel aus Mediamarkt oder woher? Und dann habe ich gesagt, ich habe sie geschenkt bekommen, ist immer noch neu und eingeschweißt. Ach so, okay. Dann auf einmal wurde ich geduzt von ihm. Ach so, okay. Ich sage dir nachher Bescheid, wenn das okay ist. Ich habe nicht geantwortet. Halbe Stunde später. Spielst du denn Sims? Fragezeichen. Okay. Und dann ist das Gespräch auf einmal so ein bisschen abgedriftet. Ich dann so, ja, früher ja, aber jetzt habe ich gar keinen PC mehr mit Laufwerk, deswegen würde ich die gerne verkaufen. Ach so, welche Spiele spielst du denn sonst noch? Was? Okay. Und dann habe ich gedacht, okay. Welche Art von Deutsch war das? Also war das gut oder würdest du sagen, Orthographie passt? Ich glaube, es war so ein 8- oder 9-Jähriger. Als sogenannter Chefredakteursfreund kannst du es ja bewerten. Das war in Ordnung, aber es war halt wie ein Kind spricht. Und ich glaube, wenn du schreibst, ach so, welche Spiele spielst du sonst noch? Fragezeichen. Dann ist das echt so ein Sims-Fanboy. Nee, das ist so ein Ding unter Gamern. Gamer, das Problem ist, Videospielleute, die sind meistens... Ja, aber ich gehe doch nicht bei eBay Kleinanzeigen und suche da nach Freunden, weil jemand auch ein ähnliches Spiel hat wie ich oder so. Hey, guck mal, du hast doch gar keine Freunde im echten Leben. Eigentlich muss genau das deine Chance sein. So ein Bullshit. Richtig. Leute kennenlernen über eBay Kleinanzeigen. Dating über eBay Kleinanzeigen. Und ich habe dann gesagt, hey, nimm es mir nicht übel, aber ich bin hier nicht zum Chatten. Willst du das Spiel kaufen oder nein? Daraufhin kam nie wieder eine Antwort. Und es kam auch nie wieder ein Interessent. Also es ist noch drin, Leute, wenn ihr das kaufen wollt, ihr könnt es auch in Köln abholen, das Spiel. 199 Euro ist ein Schnäppchen. Als ob du das gerade ernsthaft gemacht hast. Warum verlost du das nicht einfach während des Streams? Verlosen? Das hat so einen enormen Gegenwert. Ja, aber du hast ja geschenkt bekommen von Nightfallon. Aber ich schenke das doch nicht weiter. Ich bin doch ein guter BWLer. Hey, wir können das aber einfach verlosen. Ja, wenn du mir 199 Euro gibst vom Patreon-Geld, dann können wir das gerne verlosen. Ich muss dir all die ganzen laufenden Kosten zahlen. Ach, laufende Kosten? Was denn für laufende Kosten? Ich habe kein BAföG mehr, du perfider Wichser. Ja, die laufenden Kosten deines Lebens bezahlst du von dem Patreon-Geld oder was? Ich muss die ganze Zeit meinen Körper hier verkaufen. Täglich, tagtäglich stehe ich. Das steht ja auf einem anderen Ast, oder wie heißt das? Mast, Sebastian Mast heiße ich. Auf einem anderen Ast, ja. Alter, ohne Witz, ich verkaufe hier meinen Körper und du wirklich, ich krieg so viel Sims. Geld, bin reich und verkaufe das jetzt auch das Sims. So ein Quatsch, ich habe eben genau das Gegenteil gesagt. Ich bin nämlich überhaupt nicht reich. Ja, aber auf das Problem Konto ist einfach, ganz, du, ganz düster wie würde das denn, für Geld mache ich aktuell alles. Hast du denn mit Nightwallon gesprochen darüber, Nö. Ja, er hat mir das geschenkt. Es handelt sich hierbei, ich habe das auch juristisch prüfen lassen, es handelt sich hierbei um eine Schenkung. Damit bin ich jetzt... Sehr gern. Ja, das ist jetzt mein Spiel. Stimmt ja auch, aber... Also, nervlich. Guck mal, das Gesetz. Ach, was für ein Gesetz. Ist ja etwas anderes. Gesetz ist die Straße. Als Moral. Und aus einer moralischen Perspektive eine Schenkung einfach so weiter zu verkaufen und einfach nur die Moneten in den Augen blinken zu sehen, die Dollarzeichen blinken auf in deinen Augen. Das finde ich perfide. Das finde ich asozial. Ich finde das absolut verachtenswert. Das finde ich auch wirklich, man sollte dort an der Stelle einfach mal unter den Hashtag Rundfunk17 gehen und darunter twittern und sagen, hey Leute, so geht das nicht. Anredo hat da einfach Quatsch gemacht. So ein Quatsch. Wieder Leute, kommerziell, bezieht mal Stellung Kommerz, und sagt mal ganz ehrlich, Kommerz. Geld stinkt nicht und 199 Euro riechen richtig gut. Auch wenn das am Ende Bargeld ist und so weiter und unhygienisch ist und dumm. Aber da sage ich doch nicht nein, ich bin doch nicht dumm.
Du würdest genauso machen. Also, du kriegst hier jeden Monat irgendwie hier tausende Euro Patreon-Geld. Da habe ich noch nie einen Pfennig von gesehen und da heule ich auch nicht rum im Hintergrund. Weil wir immer noch nicht die laufenden Kosten decken können mit dem Geld. Was hast du denn für laufende Kosten, die hier 40 Euro im Monat übersteigen oder was? Was für 40 Euro? Welche 40 Euro? Wollen wir nicht einfach mal vorlesen, wer da alles jetzt gespendet hat die Woche, damit wir sehen, welcher Betrag dabei rumkommt, ne? Kurzer. Dann lies mal vor. Oder ich lese vor und du sagst was dazu, okay? Oh, ich sag jetzt gar nichts mehr. Doch, du musst was zu den Leuten sagen. Das bist du denen schuldig dafür, dass du auf perfide Weise denen nicht diese Collectors Edition verlosen wolltest. Ich verlos doch nicht ein 200-Euro-Ding. Ich kann irgendwie Unterwäsche von mir verlosen. Dann sag wenigstens was zu den scheiß Patreons. Wie ist das denn? Dann sag mir was, wozu ich was sagen soll. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal seit Anfang September durch. Anfang des Jahres. Willst du jetzt Namen vorlesen oder was? Es ist absolut null unterhaltsam für diesen Podcast. Wir stehen für Qualitätsentertainment. Hallo, wir müssen das supporten. Guck mal, die Leute kriegen ja nicht mal eine Nachricht von uns zurückgeschickt. Lass uns doch wenigstens im Podcast erwähnen, dass es sie gibt. An dir. Du verwaltest die Patreon-Scheiße. Das ist deine Kohle, also denk dir auch irgendwas Geiles dafür aus. Jetzt pass auf. Ich mache hier gar nichts mehr. Ein nettes Mädchen namens Saskia hat uns am 1. September 2018 Geld überwiesen in Höhe von $5. Was sagst du zu Saskia? So. Saskia, das ist brillant. Und gerade $5, das ist eine enorme Summe. Davon kann Basti bald ein Rattenrestaurant irgendwie in Darmstadt aufmachen oder so. Saskia ist auch eine sehr gute Marke von Wasser. Ich kenne Saskia, das ist von Lidl, das Wasser. Das ist sehr, sehr lecker. Und für $5 kriegst du da wirklich einen ganzen Kasten. Hammer. Okay. Die nächste Person am 4. September hat $5 gespendet. Aber warum? Das ist der Florian. Was geht denn da ab? Florian, das ist ja ein Traum. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Warum geben die alle $5? Das sind die einzigen, die $5 geben. Der Rest ist zu geizig. Was soll denn das? $5? Das sind ja, wie viel D-Mark sind das am Ende? 9? So ungefähr. Ich weiß es nicht, aber ja, danke, Flo. Michael. Am 4. September auch. Ja, Michael. Das ist super. Leider nur ein Dollar vermutlich. Du bist der unkreativste Mensch, den es gibt, was ehrlich. Wir können doch die Sache jetzt abbrechen. Basti, wir sind Internetstars zum Anfassen, ja. Wir unterschreiben auf Unterarmen, ja. Aber ich muss jetzt nicht zu jedem Namen. Du sagst jetzt ein bisschen was dazu. Du sagst jetzt ein bisschen was zu Janina, denn die hat uns einen Dollar auf Patreon gespendet. Am 14. September. Und du sagst jetzt ein bisschen was zu ihr. Damit wir auch beide wissen, wer das ist. Was ist so toll an Janina? Was fällt dir dazu ein? Was fällt dir zu Janina ein? Was verbindest du damit mit einem Dollar und Janina? Erzähl doch mal, sei doch mal kreativ. Ich dachte, du bist. Basti, das ist absolut null unterhaltsam, gerade wenn du irgendwelche Namen da vorliest. Das interessiert gerade am Ende nur Janina und alle anderen Millionen Hörer denken, ja, wow, ist überhaupt nicht lustig. Ja, gut, dann kriegt halt gar kein Patreon-Spender überhaupt eine eine Gegenleistung. Dann wie wär's denn mit einer Gegenleistung auf der Plattform selbst? Das ist gerade hier für 99,9% der Hörer irrelevant. Das ist absolut nicht unterhaltsam. Einfach mal ein bisschen das posten, einfach mal zu sagen, hey, warum sagen wir es nicht? Aber warum geben wir nicht einfach mal unseren größten Fans was zurück? Einfach Publicity. Einfach, wir sagen einfach Danke, auch in aller Öffentlichkeit. Ja, das können wir sehr gerne sagen. Danke ist viel besser. Aber wieso erwartest du jetzt, dass man zu jeder Person, dass ich da eine Anekdote, ich kenne diese Menschen überhaupt nicht. Es sind 5 Leute. Ja, aber soll ich mir dann irgendwas ausdenken? Ach, guck mal, du bist überhaupt nicht mehr nahbar. Du bist abgehoben. Seit du irgendwie 3 Follower hast, bist du einfach abgehoben. Du willst nicht mal diese Collectors Edition am Livestream-Abend, Tag der deutschen Geilheit, willst nicht mal verlosen. Du bist einfach abgehoben und scheiße geworden. Guck mal, deshalb schreiben mir auch die Leute auf Instagram, hey, ich schreib dir, weil Anredo ist arrogant geworden. Die Leute finden mich einfach geiler. Und deshalb, nächste Woche startet mein eigenes Podcast-Projekt Rundfunk 1. Weil ich nur einer bin. Richtig. Und wir sind ja hier bekanntlich 17 multiple Persönlichkeiten, die in diesem Podcast. Jetzt wissen wir auch, wofür die 17 endlich steht. Die steht für unsere Über-Ichs und unsere alter Egos. Wir sind Rundfunk 17. Herzlich willkommen bei Deutschlands bestem Freizeitpark. Ist das eine schlechte Folge gewesen heute? Unglaublich. Ich trink mal kurz ein bisschen Saskia. Du bist echt am Ende. Aber Leute, wisst ihr, was auch am Ende ist? Genau, diese Folge, Leute. Oh, und das Wichtigste an der Stelle ist. Kann man die jetzt während der Aufnahme noch löschen, die Folge? Das Wichtigste jetzt. Nein, wir müssen jetzt erstmal sagen, dass die bei Patreon
richtig spenden sollen. Ihr seht, ihr kriegt richtig viel Dankbarkeit von einem richtig, Teil dieses Podcasts. Macht es für den anderen, der das Geld nötig hat und in der BAföG-Krise steckt. Man macht das ja auch, um Content zu kriegen. Denn wer bei Patreon spendet, und zwar nur $1, kriegt ganz, ganz viel. Es ist nicht so, dass man irgendwie für jedes Goodie $1 spendet, sondern wenn man $1 spendet, kriegt man aktuell alles. Wir haben alles auf $1 runtergesetzt. Also das ist sogar eine zusätzliche Podcast-Folge. Soundcheck, genau, Folge 1 ist Soundcheck dabei. Soundcheck vom letzten Livestream, da könnt ihr einfach mal sehen, wie das ungefähr wird. Die Outtakes aus unserem Opener-Dreh und die Umfragenauswertung, ganz, ganz viel. Also. Und es wird, glaube ich, auch noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, gerade nächste Woche könnte sich da wieder einiges anbieten. Aber ich will mal nichts versprechen. Denn, ja, muss man gucken. Das ist ja auch ein spontanes Ding. Wir sind ja kein Medienunternehmen an der Stelle. So. Ja, ich schon. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir wollen euch auch mal hier in den Montag entlassen. Ich weiß, anstrengend, Montag ist doof. Aber Leute, ihr habt den Arbeitstag geschafft. Jetzt geht's voran. Oder den Schultag oder was auch immer ihr wollt. Mir egal, Leute. Aber das Wichtigste ist einfach mal darauf, Prost darauf, dass ihr es geschafft habt. Prostet doch einfach mal mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Könnt auch noch was dazu schreiben. Das würde uns helfen. Das ist geil. Das supportet uns, wenn ihr schon nicht auf Patreon spendet und wenn ihr schon nicht dem gierigen Jungen da an der anderen Seite der Leitung 199 Euro gebt. Ja, genau. Dann gebt doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt einen Kommentar bei YouTube. Ja, es kam eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ach, und das willst du vorlesen und das ist Content, hä? Von der Fregenbogen, Twitter-Scheitern-Redo und der immer gerade Ehrenmann Basti Masti geben sich die Ehre und berichten über Unangenehmes aus ihrem Leben. Mich haben die beiden damit völlig in ihren Bann gezogen und gleichzeitig auch zu einem Patreon gemacht. Ich glaube, es heißt Patreon. Denn diesen Hörgenuss muss man meiner Meinung nach unterstützen. Auch auf Twitter sind sie sehr aktiv und setzen sogar Vorschläge um. Mega. Euer Unangenehmi Verena. Das ist ganz super, offen, Verena. Ganz wir sind offen, sehr aktiv, so aber das heißt ja nicht, dass wir gut sind bei Twitter. Das finde ich auch gut, dass sie das so geschrieben hat. Typisch du. Hauptsache die Leute, die uns wirklich Geld geben, die aber nichts dazu sagen, die geben uns einfach nur Geld, in Anführungszeichen, die ignorierst du, aber Hauptsache gebauchpindelt werden. Hauptsache gebauchpindelt. Oh, Internetstar. Da habe ich was Konkretes zum Vorlesen. 40 Euro TKP und das musst du vorlesen, natürlich. Basti, wir können auch sehr gerne die Namen der Patrons vorlesen, aber wieso sollen wir uns da jetzt dumme Geschichten ausdenken? Natürlich, Sachen vorlesen, natürlich. Ja, aber nicht diese Überebene, die du da wieder kreierst. Das ist auch überhaupt nicht, so das wollen die Leute, das mögen die Leute auch gar nicht. Wer sagt das? Ja, Verena. Verena zum Beispiel. Guck mal, weißt du was? Hauptsache du, Verena. Oh, Feedback. Hauptsache du möchtest nur deinen Bauch gepinselt haben. Das ist dein Feedback. Das ist das Einzige, was du hören möchtest. Du möchtest hören, oh, ich bin geil. Ich bin der Internetstar. 40 Euro TKP, lololol. Immer wieder deine selben Witze. Das ist das, was du hören willst. Ja. Aber wirklich ernst gemeinte immer Kritik. Hauptsache, da wenden sich immer die Leute Witze. An mich. Von deiner Seite Leute, kommen oh, ja auch keine Witze. Arrogant. Das ist ja nicht mal lustig, was du machst, Basti. Das ist ja überhaupt, da lacht ja niemand. Ja, ich lach auch nicht. Ich finde das auch gerade nicht witzig. Oh, das ist eine schlechte Folge. Leute, Montag, wie gesagt, ist frei. Das heißt, Dienstag, 23.30 Uhr hören wir uns und sehen wir uns auch im Livestream bei YouTube und danach natürlich auch als Podcast-Folge, aber das müsst ihr live sehen, weil eventuell wird wieder was rausgeschnitten, weil irgendwie einer von uns beiden wieder komplett auch ausrastet und Sachen rausgeschnitten werden müssen. Es gibt nur eine Person. Und damit verabschieden wir uns in die Woche, wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und verbleiben mit freundlichen Grüßen, auch im Namen unserer Eltern. Bis Dienstag. Bye.